Block 9, der wahrscheinlich letzte Block vor der Eröffnung, 23. 24. März. Routenbau ist in den letzten Zügen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Feinschliff muss noch drauf, machen wir die Tage. Heute haben wir einen Gast dabei und das ist der Stefan Hofer. Hallo. Der Stefan hat mit uns die Wände geplant und da sind wir sehr dankbar für, weil die Wände unheimlich Spaß machen, dran zu bauen. Und da wollte ich mit dir einfach, Stefan, mal, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, quatschen, wie sich Wandbau und Routenbau bedingen und beeinflussen. Ja, der Zusammenhang ist natürlich ganz wichtig, weil wenn der Wandbau den Routenbau behindert oder auf längere Sicht immer nur diese Bewegungen erzwingt, dann ist es natürlich sehr kontraproduktiv. Das heißt, wir müssen immer schauen beim Wandbau, die Wände dürfen nur die Leinwand sein. Ihr seid dann die Maler oder die Bildhauer, die darauf was konzipieren. Das hat ja da jetzt verdammt spekuliert. Was meinst du, was hat die Steilheit der Wände für den Einfluss auf diese Bezüge zueinander? Das heißt, wie spielt das zusammen? Ja, das ist eine gute Sache. Ja, der moderne Routenbau bedingt auf jeden Fall flachere Wände und größere Wandflächen. Also im Anfang bitte immer. Ein bestes Beispiel, wie der Christ, der da ist, oder die großen Holzvolumen, die brauchen einfach Platz und man muss sie bewegen können. Und es ist auch, glaube ich, für den kommerziellen Routenbau nicht kontraproduktiv, sondern eher förderlich, dass sie die Wände nicht nur so breit sind, was von extrem anfängerfreundlich ist. Also diese Zeiten, wo wir von einem Tag ins nächste gekrabbelt sind, vorbei. Also die Wände sind hier super offen gestaltet, sehr viel Platz. Und das ist A, gut für einen modernen und auch modernen Routenbau oder Webcomputenbau, wie B, einfach für die Abverwaltung, die das alles. Also kurz gesagt, könnte man zusammenfassen, man kann an flachen Wänden schwer schreien, aber man kann an sehr steilen Wänden nicht weit schauen. Ja, so kann man sagen. Also bis zum gewissen Grad kann man einfach, wenn es zu steil wird, kann einfach der normale Kunde oder der anfängt oder reinkommen will in das, einfach nichts mehr machen in dem Flachding, kann man alles einfach von super schwer und technisch, wie können wir jetzt denn hier, genau. In zum Beispiel einfach von Vintix, ihr habt mir eine Story vor kurzem. Genau, fantastischer Boller. Und genauso kann man einfach was für den Otto-Normalverbraucher machen. Oder vielleicht für den 80-jährigen Kind da drüben beim Seilgerät dann auch mal rüberschwimmen, rüberkommen will und reinschnuppern will, auch der kann dafür einen Spaß haben. Also, alles. Ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf die Eröffnung. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Ja. Ich glaube, wir haben schon eingeladen. Ja. Und dann kannst du auch mal Hand anlegen. Perfekt, super, freue mich schon. Dann hauen wir noch den Feinschliff über den Bollebau und ihr seid dran, 23. 24. März hier, Thalkirchen 3.0. Bis bald.